Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Der Suchtstempel. Was meine ich damit? Ganz einfach. Solltest du mal in die Lage gekommen sein, von irgendetwas abhängig gewesen zu sein und hast eine Therapie gemacht und sagen wir, die Therapie war erfolgreich und du bist 20 Jahre danach immer noch frei davon, von den Symptomen, von allem. Aber egal, was passiert, hey, wenn irgendjemand erfährt, dass du mal davon damit ein Problem hattest, ist sofort das ein Grund für all, egal was, für alles. Und zwar komme ich da drauf, weil ich hatte ja eine Erlaubnis von der BfArM für Cannabis als Medizin. Also ich durfte mir die Blüten in der Apotheke kaufen. Und wie ihr alle wisst, vor 2 Jahren wurde ja das Gesetz geändert und die Preise wurden verdoppelt. Und wer es sich selbst bezahlt hat, kann es ja nicht mehr leisten. Die Krankenkasse übernimmt es bei mir nicht, seitdem geht es bergab. So, gesundheitlich. Die Begründung ist, angeblich werde ich nicht richtig austherapiert. Also sie möchten, bevor sie irgendwelche Kosten übernehmen, dass ich alle möglichen anderen Therapien, die es so gibt, nochmal nachweise. Oder wenn ich es nicht gemacht habe, nachhole. Mehr oder weniger nachholen. Gut, ich bin ja auch dann bereit dazu gewesen und sage, okay, macht nichts, gehe ich zu den Fachärzten, hol mir mal halt meine ganzen Bescheide, was ich so brauche. Aber es ist dann das so immer, wenn ich zu bestimmter Art von Medizinern komme, ja, es sind nicht alle so, aber ganz eine bestimmte Art. Und da das Wort Cannabis fällt, im Zusammenhang mit vor 20 Jahren heroinabhängig, ist der Stempel schon extrem groß, den man da bekommt. Man bekommt nicht nur einfach den Stempel Junkie, sondern gleich auch noch den Stempel Süchtiger. Und alles, was irgendwie an Symptomen da sind, alles wird immer in diese Richtung abgeschoben. Ständig wird gesagt, ja, kann ja sein, dass Cannabis vielleicht hilft, aber sie sind ja süchtig. Wenn ich dann sage, ja, aber sie wollen mir ja Opiate verschreiben, sie wollen mir Tramal verschreiben, ohne mit der Wimper zu zucken, dann wird da umeinander geeiert und wird behauptet, es wäre ja nicht so gefährlich wie Cannabis. Ja? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, woher das dieses Denken kommt, dass man glaubt, Cannabis wäre so gefährlich. Ich bin mir sicher, dass wenn man es missbräuchlich in extrem hohen Dosierungen ständig konsumiert, dass man dann natürlich abhängig wird davon. Ja? Oder dass es den einen oder anderen gibt, der davon eine Psychose bekommen kann. Aber ich schwöre, gäbe es Cannabis gar nicht auf der Welt, ja, dann würdet ihr von einem Alkohol dieselbe Psychose kriegen. Das Schlimme ist halt das, dass die Mediziner, die Psychosen oder sowas behandeln, die sehen da natürlich auch Leute, die das genommen haben, selbst reden, weil es geht ja Querschnitt durch die Bevölkerung. Genau dasselbe Querschnitt gibt es bei der Polizei. Und ich schwöre bei Gott, wenn es einen gäbe, dass auch bei der Polizei Drogenabhängige gibt. Konsumenten. Ja, ich nenne das nicht abhängig, wenn einer konsumiert. Abhängig ist für mich einer, der ohne den erstens nicht mehr kann, alles dafür tun würde, alles, um seine Substanz zu bekommen. Und unweigerlich ständig die Dosierung erhöhen muss. Und das ist bei den meisten Cannabiskonsumenten nicht der Fall. Die haben ihre Dosierung und dabei bleiben die. Da wird nicht drauf oder runter gemacht. Das Einzige, was ist, die Tabak mit drin haben, aufgrund des Tabakkonsums rauchen sie mehr. Aber sonst, ja, warum sollte man das auch machen? Es ist gar nicht zwingend notwendig bei Cannabis. Ist auch bei Alkohol nicht zwingend notwendig. Man kann das natürlich tun. Ja. Man kann es einfach immer wieder erhöhen. Aber zwingend notwendig ist es nicht. Ich verstehe das einfach nicht, weißt du?
hätte ich jetzt gesagt, ich trinke ab und zu mal Bier, schwöre ich, dass kein Mediziner gesagt hätte zu mir, ja, Cannabis ist, glaube ich, keine Option für ihre Schmerzen. Da wäre damit das Bier schuld. Ne? Das ist immer, wenn sie keine Lösung finden, ja, dann wird halt das irgendwas an den Haaren herbeigezogen, notfalls. Das ist das Gleiche wie irgendwelche Mediziner, die angeblich Fachleute sind, obwohl sie noch nie in ihrem Leben das probiert haben. Die kennen nur die Theorie. Ja? Und in der Theorie kann alles stehen. Da kann ich da jeden Scheißdreck verzapfen. Das ist mit das Problem von so vielen Fachmännern, die dann da im Fernsehen stehen und erzählen, von wegen Cannabis wird Psychosen auslösen. Beim einmaligen Konsum schon, wie der Thomasius behauptet, dieser Lügner. Ja? Es geht einfach so nicht. Zurück zum Stempel. Den wird man nicht wieder los. Also ein Tipp an alle, jeder von euch, der heute vielleicht noch drauf ist und aufhören möchte oder es gerade geschafft hat aufzuhören, wenn euch einer mal irgendwie sagt, eines Tages hast du die Wahl, entweder bist du ehrlich und sagst es oder du bist unehrlich und verschweigst das. Und bitte nehmt den unehrlichen Weg. Ich war so blöd und habe den ehrlichen Weg gewählt. Am Anfang fand ich es toll, dass die Leute gesagt haben, hey, super, du hast es geschafft, hey, kannst stolz auf dich sein, du bist so lange schon ohne Heroin. Ja, bin ich. Aber Leute, weißt du, das, was ich jetzt dafür bezahlen muss, wenn mir die Ärzteschaft wirklich helfen will, also alle sagen, Suchtkranker und nein, auf gar keinen Fall und überhaupt und blablabla. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Die haben es nicht kapiert. Mein Problem heißt Heroin und Opiate. Und auf gar keinen Fall Cannabis. Peace out. Servus und hallo, One Not Another Dope Show. Letztens fahre ich mit der U-Bahn von Neukölln zum S-Bahnhof Neukölln, also vom Hermannplatz Neukölln. Nochmal. Servus und hallo bei Not Another Dope Show. Sorry, voll der Quatsch. Naja.